Hallo liebe Womoklick-Freunde, wir begrüßen euch recht herzlich aus Düsseldorf. Der Caravan-Salon hat im 2024 begonnen. Es ist Freitag. Neben mir der Robert Crispens, einer der zwei Geschäftsführer von Morelo. Und er nimmt sich die Zeit, um euch ein bisschen den Stand vorzustellen und was momentan bei Morelo ganz aktuell ist, einfach alles neu. Robert. Guter Einstieg, alles neu. Markus auch von mir. Hallo zusammen und vielen Dank, dass du dir auch die Zeit nimmst. Du hast es gesagt, alles neu. Wir haben im Slogan Willkommen Modelljahr 2025 eine neue Ära eingeleitet, haben natürlich ein komplett neues Standkonzept, haben keine Baureihe gleichgelassen, also haben wirklich unser gesamtes Produktportfolio einmal komplett nach links gedreht. Und das würde ich euch einfach mal ganz kurz zeigen, indem wir uns vielleicht von den Loft bis hin zu den Palace, Grand Empire und dann am Schluss so eine ganz neue Weltneuheit. Und zwar das ist der Iveco S-Way auf dem Palace Liner, S-Way Edition, dass wir uns den vielleicht dann am Schluss anschauen. Gut. Markus? Super. Die Leute sind jetzt schon begeistert, wenn man die da so auf dem Stand sieht. Und ich kann dir eins sagen, etwas ist schon passiert. Es gab einen Heiratsantrag bereits auf dem Morelo-Stand. Das habe ich tatsächlich auch gehört. Das habe ich tatsächlich auch heute gehört. Und es freut mich. Also auch dafür sind unsere Fahrzeuge gut. Ne? Gut. Wenn das nicht für eine vielversprechende Ehe klingt. Ja, ja. Was haben wir gemacht? Wir haben im Standkonzept, wer sich vielleicht die letzten Jahre erinnert, wir hatten immer so Wagenburgen. Dann bist du da immer in deiner Welt rumgelaufen. Wir haben jetzt im Prinzip alles neu gedacht. Den Bewirtungsbereich für die Kunden mit der Barista-Theke haben wir auf diesem Bereich platziert. Die Verkäuferbüros haben wir da hinten platziert. Und jetzt, ich sage jetzt mal ganz offen, alles luftig. Ne? Das ist alles viel, viel offener. Was mir aufgefallen ist, ich glaube, beim Verkäuferbereich oder Verkäuferbereich hat man jetzt voll auf Diskretion gemacht. Also vorher hat man ja reingesehen, wer da am Unterschreiben ist. Ich muss aber, das war jetzt eigentlich nicht der Fokus des Diskreten. Das Problem ist ja einfach, wir haben hier einen Verkaufsprozess. Mhm. Wir sind ja hier im Fokus, in einem Tunnel, wo es darum geht, der Kunde verhandelt seine Bedingungen, es geht um Ausstattung, es geht wirklich um Konzentration. Und durch die transparente Scheibe, die wir hatten, bist du aus diesem Prozess immer eigentlich rausgeholt worden, weil wir haben hier eine riesen Community. Jeder kennt sich untereinander und da geht es gar nicht darum, dass man irgendwas nicht mitbekommen soll, sondern einfach, wenn du am Tisch sitzt und permanent aus dem Prozess rausgezogen wirst, dann zieht sich das natürlich ewig. Deswegen haben wir gesagt, Mensch, wir sollten das Ganze zumachen, dass man zumindest hier auf diesem Weg nicht permanent aus dem Prozess rauskommt. Was ist neu? Es ist eigentlich alles neu. Wir haben eine komplett neue Heckmaske gestaltet. Wir sehen hier ein wunderschönes Heck. Das ist jetzt ein Loft-Heck. Wir haben das Heck komplett neu gedacht. Wir haben eine Rückleuchte entwickelt. Also die Entwicklungszeit von dieser Rückleuchte hat über ein Jahr gedauert. Das sind Werkzeuge, die speziell für uns angefertigt wurden. Die Leuchte gibt es so auch kein zweites Mal. Wir haben das Ganze mit dem Diffuser unten sportlich dynamisch gestaltet. Und beim Palace sehen wir später auch noch die typischen Palace-Rippen, die haben wir beibehalten, damit man einfach dieses Wiedererkennungsmerkmal hat. Und ich muss auch ehrlich sagen, das ist so mein persönliches Highlight. Das ist in der Wiedererkennung für, ich glaube, die nächsten Jahre einfach ein Eyecatcher. Ja, ja. Natürlich sind wir dann auch hergegangen, haben die Frontmaske neu gedacht. Wir haben die LED-Anordnung komplett anders gestaltet, haben das Curved Windshield komplett um die A-Säule gezogen, das sich einfach aerodynamisch nochmal einfügt in das Ganze. Und was hier auch ganz neu ist, wir haben serienmäßig bei allen Baureihen LED-Technologie eingesetzt. Also was jetzt die anderen Hersteller sicherlich für viel Geld irgendwo verlangen, haben wir in die Serie gepackt, um dem Kunden da jetzt einfach diesen Komfort zu bieten und auch das, was, ich sag mal, State of the Art ist. Mhm. So, nach dem Loft. Der Loft hat im Prinzip einen großen Bruder bekommen. Das ist der Loft Premium. Ich werde oft gefragt, wo ist der Unterschied zwischen Loft und Loft Premium? Der Loft Premium hat einfach durch die Raumgestaltung im Badezimmer einfach mehr Volumen, ist größer, muss natürlich auch die Länge dann in Kauf nehmen, aber das ist so der große Bruder vom Loft. Und was man innen hat, wir haben das Innendesign komplett neu gedacht. Also wir haben eigentlich etwas für uns Untypisches gemacht. Wir haben das Fahrzeug innen komplett überarbeitet und komplett, ich sage jetzt mal, jünger, dynamischer, moderner gestaltet. Und das war natürlich somit die größte Herausforderung. Ich kann dir sagen, heute war jemand bei mir am Stand und sagt, ich wollte schon länger ein
Murillo, aber der hat mir Ihnen nicht gefallen. Aber jetzt habt ihr was Neues auf dem Markt. Das sieht so geil aus. Und die waren so begeistert. Und ich glaube, die fahren bald auch Murillo. Da habe ich etwas erfahren. Die Dame wollte eigentlich nie ein Murillo, weil einfach die Innenausstattung nicht ganz so passend war, wie sie es gern gehabt hätte. Und jetzt Murillo, Mut gefasst und etwas Modernes hingestellt. Mhm. Und jetzt die Frage, wie gefällt das? Sehr gut. Ein richtig schönes Fahrzeug. Was gefällt dir da am besten? Das Schlichte, das Gerade, das Moderne. Aha. Einfach schickes Auto. Das war auch tatsächlich das Ziel. Wir wollten die Zielgruppe wollten wir etwas verändern. Ja. Wir haben ja in unserem Palace die Zielgruppe. Und der Palace ist der am wenigsten im Innenbereich bekommen hat, weil wir einfach gesagt haben, der Palace ist unser Bestseller, wie ich das immer so schön sage, meine Cash-Cow. Deswegen haben wir den Palace im Exterieur natürlich verändert. Der Palace hat im Außenbereich die grifflosen Stauraumklappen erhalten und im Innenbereich die grifflosen Oberschrankklappen, damit wir uns da, ich sage jetzt mal, eher an den Empire anlehnen und orientieren. Aber ansonsten ist der Palace nicht markant verändert worden. Also wir haben uns da wirklich auf den Loft konzentriert. Auch da, das sind meine Palace-Rippen, die ich vorhin angesprochen habe. Ja. Oder hier das Heck, das leuchtet schön. Auch da hier das Wiedererkennungsmerkmal. Also das ist unsere neue Heckgestaltung und ich glaube, die werden wir jetzt ein paar Jahre auf den Autobahnen sehen. Bei der Präsentation, da war es noch Murillo war noch angeschrieben und da war intern ein hartes Gespräch. Sollen wir es anschreiben oder sollen wir es nicht? Ja. Es ist nicht angeschrieben. Nee, wir haben tatsächlich wir haben das als Option. Also jeder Kunde, der beim Loft den Schriftzug oben haben möchte, der kriegt das für 0 Euro drangeklebt. Das haben wir in der Preisliste als Option drin und der Endkunde kann das wählen. Gut. So. Hier haben wir, vielleicht schauen wir uns den einfach mal kurz an, das ist der Palace Liner auf Artego. Mhm. Der wurde ebenfalls außen komplett neu gemacht, also das merkt man im Bereich der Schürzen, dass das Fahrzeug neu ist. Wir haben die Grand Empire, die im Außenbereich die Heckmaske komplett verändert haben. Und was alle Fahrzeuge neu haben, da haben wir auch ein separates Video dazu, ist das Murillo Connect. Wir haben alle Fahrzeuge mit einer voll digitalen Steuerung ausgestattet. Du bist gleich Teil des Videos. Aber machen wir gleich. So, wir haben den endlich einen schönen Mann im Bild. Jetzt musst du ihn zeigen, Heike. Dreh mal um, zeig uns mal den schönen Mann. Komm, jetzt warte, Bauch rein. Wir haben Murillo Connect geschaffen als voll digitale Steuerung des Fahrzeugs. Wir können hier die Beleuchtung, die Elektrizität, also Ladekennlinien, Ladestände, Füllstände, komplett digital aus einer zentralen Einheit abrufen. Wir haben die Möglichkeit, vorne im Navi das abzurufen und zu steuern. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit, das Ganze über App. Also ich habe die Murillo Connect App und Sprachsteuerung. Also wenn man hinten im Bett liegt und möchte nicht mehr aufstehen, um vorne das Licht auszumachen oder eben den Frontrollo vorne hochzufahren, dann sagt man das dem Fahrzeug einfach alle Lichter aus und dann ist das ein Komfortmerkmal, was natürlich extrem gut geworden ist. Okay, Garmin. Und ja, ich nicht hey Garmin, sondern das Okay ist ganz wichtig. Genau. Und ich habe viel Kommentare ja auch nach unserer Vorstellung gelesen, dass das heißt, Mensch, wieso ist man so im Fahrzeug und ruft Garmin? Das ist ganz einfach. Wir haben eine derart kleine Stückzahl. Also wir sind ja in einer Nische unterwegs im Luxussegment, wo wir 600 Reisemobile bauen. Und da ist die Entwicklung von der Sprachsteuerung auf diese Stückzahl, selbst wenn ich das jetzt über 5 Jahre nehme, das ist einfach nicht bezahlbar. Also wir sind dran, wir sind mit aller Gewalt dran, wir sind auch mit Garmin in Verhandlungen, in Gesprächen, aber es kostet momentan einfach utopisch viel Geld. Deswegen, ich kann damit leben und ich glaube, der Kunde, wenn im Fahrzeug steht und okay, Garmin ruft, geht die Welt auch nicht unter. Genau. So, jetzt habe ich dir ja noch eine Neuheit versprochen, eine Weltneuheit. Mhm. Wir haben hier, da laufen wir jetzt eigentlich direkt drauf zu, wir haben hier als absolute Weltneuheit unseren Palace Liner auf dem S-Way. S-Way kommt aus dem Hause Iveco und ersetzt eigentlich den Eurocargo. Genau, der Größe. In der Größe, genau. Ja. Das ist eigentlich das Upper-Modell vom Eurocargo. Der S-Way ist ein
Verkehrlastzug hat 8,7 Liter Hubraum, in dem Falle 400 PS. Das Fahrzeug, das muss man vielleicht dazu sagen, das Fahrzeug spielt eigentlich in einer komplett eigenen Liga. Wir haben hier ein Fahrzeug kreiert, das es so nicht gab. Wir haben hier ein Fahrzeug mit 52 mm Deckenstärke und Wandstärke. Wir haben natürlich extrem gute Isolationswerte, Steifigkeit und haben hier, ich sage jetzt mal ein Preis-Leistungs-Verhältnis. Ich weiß, 429.000 Euro sind sehr viel Geld, aber das, was wir hier für 429.000 anbieten, ist in der Branche einmalig. Mhm. Und das Fahrzeug, mir gefällt es, es ist unheimlich maskulin. Also das strahlt eine gewisse, ich sage es jetzt mal ganz vorsichtig, Männlichkeit aus. Und für mich auch so ein persönliches Highlight. Ne? Es waren gestern so viele Leute schon hier und alle haben gesagt, wow, der sieht jetzt richtig klasse aus. Es ist auch, das ist ein Hingucker und ich freue mich schon, bis die Ersten da über die Stellplätze fahren und dann eben auch da stehen, weil dieser Anblick ist einfach gewaltig. Und gerade bei dem Auto, ich glaube, da sind wir bei knapp 10 Meter, meine ich, genau. Sogar mit einer Autogarage, also von dem her richtig viel reingepackt, super modern und das ist, glaube ich, schon ein bisschen die Benchmark für das nächste Jahr. Ja, also ich glaube auch da, also die Liga, die wir hier für diese Fahrzeugkategorie geschaffen haben, die wird uns definitiv unheimlich viel Spaß und Freude die nächsten Monate bereiten. Ja. Man sieht es, die Leute gehen rein und staunen alle so, also von dem her. Der Robert wird mir wohl mal einen zur Verfügung stellen, dass ich mal mit dem fahren kann. Das ist jetzt natürlich ein Traum. Doch, das machen wir aber, Markus, ich muss dir ehrlich gestehen, wir haben für einige Bella Italia wäre der jetzt gut. Echt? Damit du dich noch tiefer vergräbst. Nein, wir kümmern uns drum. Ich sage vielen Dank an der Stelle. Kommt uns besuchen. In Halle 5, Stand A07. Ich glaube, der Morelo-Stand ist kaum zu übersehen. Ja. Und ich würde mich freuen, euch hier persönlich auch die Produktneuheiten hier zu zeigen, vorstellen zu dürfen. Und ich glaube, der Markus ist auch ganz froh. Ich bin froh, wenn ihr vorbeikommt, auch bei mir. Holt das neue Magazin ab und schaut euch diese tollen Fahrzeuge ein. Und ihr werdet begeistert sein, ganz bestimmt. Markus, vielen Dank. Ich habe zu danken. Robert. Immer wieder gerne. Gerne.